Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf Sie recht herzlich begrüßen zur Fortsetzung unserer öffentlichen Vortragsreihe Europagespräche. Der heutige Referent, meine Damen und Herren, ist ein namhafter Kollege, der eine ausgesprochen bemerkenswerte Vita vorzuweisen hat. Herr Gebhardt hat zunächst, darf ich sagen, gebürtig aus Vorderösterreich, nämlich Freiburg im Breisgau, das wissen die österreichischen Historiker, Jahrgang 1970, aber Sie werden gleich merken an seinem Vortragsstil und seiner Art zu sprechen, er ist in Berlin groß geworden, er hat in Berlin die Schule besucht, er hat dann auch in Berlin studiert und er hat vor allem eines erlebt, den 9. November 1989. Er war einer von jenen, die auch auf der Mauer standen, an diesem historischen Abend in der historischen Nacht von München auf den 10. November. Und das hat ihn sehr geprägt, dieses Ereignis, im Grunde ein Epochenereignis, das sein Interesse für Geschichte verstärkt hat und das ihn letztlich dazu bewegt hat, auch dieses Studium professionell anzugehen. Herr Gebhardt hat zunächst an der Freien Universität in Berlin studiert, aber wie ich aus dem Vorgespräch entnehmen konnte, auch ab und zu an der Humboldt-Universität gehört. Er hat auch an der Albert-Ludwigs-Universität in Freiburg im Breisgau studiert, Geschichte, ein Fach, Philosophie, aber auch Teile des Rechts, Staatsrecht. Das ist kein Schaden, wenn man als Historiker auch Staatsrecht, Verfassungsrecht studiert. Das schärft die Sinne für Staat und Nation, für Nationalstaat und Recht. Das sind Felder, Verfassungsgeschichte, Parteiengeschichte, die Herrn Gebhardt sehr bewegen. Promoviert hat er an der Freien Universität in Berlin im Jahre 2000 und habilitiert hat Herr Gebhardt 6 Jahre später an gleichnamiger Universität. Er hat vor allen Dingen, das ist bemerkenswert, dann am Deutschen Historischen Institut, am DHI in London gearbeitet. Er war dort Forschungsfellow, Research Fellow in den Jahren 2000 bis 2005. Er hat eine Gastprofessur im Rahmen der Gerda Henkel Stiftung in den Jahren 2016 und 2017 an der LSE, der London School of Economics, also auch eine namhafte Institution. Er hat von 2010 bis 2018 die andere Republik kennengelernt, die frühere Republik, nämlich die Bonner Republik, die alte Bonner Republik, an der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn. Die Jahre 2010 bis 2018 hatte Herr Gebhardt dort den Lehrstuhl inne für neuere Geschichte, aber Berliner Hintergrund, Sozialisation und der Ruf an die Universität Potsdam, den konnte Herr Gebhardt offensichtlich nicht widerstehen. Er ist seit Herbst 2018, seit Wintersemester 2018, Professor für Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts an der Universität Potsdam. Die Arbeitsschwerpunkte sind breit angelegt. Internationale Geschichte, wir sprechen schon seit geraumer Zeit auch von internationaler Geschichte großgeschrieben. Internationale Geschichte, IG, das heißt eine Art moderne Form von Diplomatie und Politikgeschichte unter Einschluss auch kulturgeschichtlicher, mentalitätsgeschichtlicher, gesellschaftsgeschichtlicher, kulturgeschichtlicher Zugänge. Und diesen Bereich der internationalen Geschichte verkörpert Gebhardts Lehre und Gebhardts Werk. Dazu zählt die Geschichte der europäischen Einigung, dazu zählt die Geschichte des Parlamentarismus und als Teil des Parlamentarismus die Geschichte der politischen Parteien, aber auch, wie ich gleich zeigen werde, Ideengeschichte, intellektuellen Geschichte, Geschichte der Universitäten. Herr Gebhardt, das darf ich noch erwähnen, ist aufgrund seines Interesses an der Geschichte der Parteien, der Geschichte des Parlamentarismus auch in hoher Funktion, nämlich als Präsident der Kommission für die Geschichte des Parlamentarismus und der politischen Parteien. Und ebenfalls ist er Mitglied der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften. Seine Publikationen darf ich Ihnen vorstellen, die sind bemerkenswert. Thatchers konservative Revolution, also wir reden von Margaret Thatcher, der Richtungswechsel der britischen Tories in den Jahren 1975 bis 1979, also es geht um die Oppositionszeit der Premierministerin in Spee,
Das ist die Dissertation gewesen, die im Oldenburg Verlag München 2002 erschienen ist. Eine weitere Publikation auch in dem Kontext, Maggie Thatchers Rosskur, ein Rezept für Deutschland, Fragezeichen. Das ist in Berlin ein Jahr später, 2003, erschienen, eine kleinere Studie. Dann folgt die Habilitation, Pressekriege, Öffentlichkeit und Diplomatie in den deutsch-britischen Beziehungen. Es geht um die Zeit vor dem Ersten Weltkrieg, um die Jahre 1896 bis 1912, ebenfalls im Oldenburg Verlag München 2007 erschienen. Und dann auf die bundesdeutsche Geschichte zusteuernd geht es in dem Buch Streit um den Staat, intellektuelle Debatten in der Bundesrepublik, die Jahre 1960 bis 1968. Das waren streitbare Jahre, wenn Sie an das Jahr 68 zum Beispiel denken. Das ist eine Publikation gemeinsam mit Jens Hacke. Über Hans-Werner Richter mittendrin weist eine Studie von Herrn Deppert eine Edition auf. Die Tagebücher Hans-Werner Richter von 1966 bis 1972. Zusammengearbeitet hat Herr Deppert hier mit Frau Nina Schnutz. Ich möchte mal darauf hinweisen, dass diese Edition im Jahre 2012 in München im Beck Verlag erschienen ist, ein wichtiger Beitrag ist, generell im Sinne der Erfassung von Quellen. Das ist meines Erachtens, das darf ich immer wieder betonen, eine nicht zu unterschätzende Aufgabe, die wir als Historiker wahrnehmen sollten. Wir sollten immer auch darauf bedacht sein, neue Quellen zu erschließen und sie zugänglich zu machen, sie lesbar zu machen, sie zu edieren. Wenn wir das als Historiker nicht tun, kommen wir, wenn Sie mich fragen, einer wesentlichen Aufgabe unseres Tuns nicht nach. Ein weiteres interessantes Buch, das ich auch die Gelegenheit hatte, selbst zu besprechen, weist auf das heutige Thema. Ein Europa, das es nicht gibt. Ein provokanter Titel mit dem Untertitel Die fatale Sprengkraft des Euro. Dieses Buch, Ein Europa, das es nicht gibt, Die fatale Sprengkraft des Euro, wurde auch mit einem Vorwort von Udo Di Fabio versehen und ist schon in zweiter Auflage in Berlin erschienen. Das ist sehr provokant, sehr provokativ, aber eben auch wichtig zu einer kontroversen Debatte beigetragen. Sites of Imperial Memory, Commemorating Colonial Rule in the 19th and 20th Centuries, ist mit Frank Lorenz Müller in Manchester 2015 als Gemeinschaftswerk erschienen. Aber auch die Zeit vor dem Ersten Weltkrieg ist für Herrn Deppert immer ein Thema, auch das 19. Jahrhundert. Die Kriege vor dem Großen Krieg, the wars before the Great War, conflict and international politics before the outbreak of the First World War, ist mit William Mulligan und Andreas Rose in Cambridge 2015 erschienen. Und dann geht es wieder zurück von Deutschland, die Ämter und ihre Vergangenheit, Ministerien und Behörden im geteilten Deutschland, gemeinsam mit Stefan Kreuzberger, einem Kollegen aus Rostock, der auch schon bei uns zu Gast war, die Jahre 1949 bis 1972. Die Ministerien, die Ämter und ihre NS-Vergangenheit, ein weiteres wichtiges Thema. Und jetzt komme ich zu dem, was ich schon gesagt habe, intellektuellen Geschichte, Gelehrtengeschichte, Universitätsgeschichte. Das geht zurück auf die Zeit von Herrn Deppert, als er in Bonn tätig war, indem er über die Geschichte der Uni Bonn auch gearbeitet hat. Preußens Rheinuniversität, 1818 bis 1918, die Geschichte der Uni Bonn mit Publikationen, zwei Bände verbunden, einmal die Zeit von 1818 bis 1918, erster Band, zweiter Band bis 2018 hat Herr Gelbert dazu beigetragen, die Geschichte der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität zu dokumentieren. Ich darf noch ein paar Titel erwähnen, in der Hoffnung, dass wir dann alle hier vollständig sind. Interessen, Werte, Verantwortung, deutsche Außenpolitik zwischen Nationalstaat, Europa und dem Westen. Bei der Publikation hatte ich selbst die Ehre, ausgehend von einer Konferenz in Bonn teilzuhaben, die zu Ehren des damaligen Professors für politische Wissenschaften, Hans-Peter Schwarz, veranstaltet wurde, der sich mit diesen Themen deutscher Außenpolitik, Nationalstaat, Europa und der Westen auch immer in seinen Forschungen bewegt hat, mit namhaften Biografien über Konrad Adenauer, über Helmut Kohl und natürlich auch über berühmte Pressevertreter in Deutschland. Eine Werteordnung für die Welt, Fragezeichen, Universalismus in Geschichte und Gegenwart, ein Band mit Peter Geis und Julia Reuschenbach.
Erwähnt ist auch nochmal das Rheinland auf dem Weg nach Preußen, die Jahre 1815 bis 1822 mit Thomas Becker und Helmut Röns. Eine Geschichte der Bundesrepublik Deutschland, die auch eine kleine Geschichte der Bundesrepublik Deutschland ist, die in München 2021 erschienen ist, das jüngste Werk von Herrn Geppert. Die Ära Adenauer, das hat er im Rahmen der WBG, der Wissenschaftlichen Buchgesellschaft, mit vierter Auflage in Darmstadt 2022 veröffentlicht. Und im gleichen Jahr, 2022, also in diesem Jahr, auch noch eine Geschichte des Parlamentarismus in Deutschland von 1815 bis zur Gegenwart, historische Perspektiven auf die repräsentative Demokratie. Mit Andreas Biefang und mit Marie-Louise Recker und Andreas Wirsch. Und aktuell arbeitet Herr Geppert über die Zeit nach 1989, die 90er Jahre. Was bedeuten diese Veränderungen nach dem Fall der Mauer, den er persönlich erlebt hat, für die deutsche Geschichte, für die europäische Geschichte, auch für die Welt? Ja, ich habe jetzt mit allen Möglichkeiten hier versucht, ausführlich die Vita und das Werk, und zwar verdientermaßen, von Kollegen Geppert vorstellen zu können. Ich freue mich, dass Sie hier sind, Herr Geppert. Herzlich willkommen auf mein Hildesheim. Wir freuen uns auf Ihre heutigen Ausführungen mit Blick auf den Euro. Bitte schön. Ja, vielen Dank. Jetzt wissen Sie alles über mich. Herzlichen Dank für die freundliche Begrüßung und Einführung, für die Einladung hier nach Hildesheim. Den Titel hat Herr Kollege Gieler nochmal genannt. Hat der Euro eine Zukunft? Fragezeichen. Nationale Kehrseiten einer europäischen Weltwährung. Da sehen Sie sozusagen die drei Ebenen, auf denen die Geschichte spielt. In der nationalen Ebene, auf der europäischen Ebene und auch auf einer globalen Ebene. Und die Frage, die den Titel bildet, ist natürlich, wenn Sie einen Historiker fragen, ob der Euro eine Zukunft hat, dann dürfen Sie sich nicht wundern, wenn er mit einem Blick auf die Vergangenheit Ihnen antwortet. Ich würde sagen, als Historiker, nur wenn man die Entstehungsgeschichte, die Gründungsvoraussetzung einer Institution oder auch einer Währung wie dem Euro kennt, nur dann kann man halbwegs begründete Prognosen über deren weitere Entwicklung abgeben. Und das will ich also heute mit Ihnen tun. Zunächst einen etwas ausführlicheren Blick werfen auf die Entstehungsgeschichte und die weitere Entwicklung des Euro bis in unsere Tage und dann am Ende einen natürlich sehr viel vorsichtigeren Blick in die Zukunft. Eine Prognose ist schon zu viel gesagt, aber eine Frage, wie kann es weitergehen, die dann vielleicht auch in die Diskussion mit Ihnen einmünden kann. Wenn man beginnt mit der Frage, was hat Historiker eigentlich am Euro bislang interessiert, dann wird man sagen können, glaube ich, im Mittelpunkt des zeitgeschichtlichen Interesses der Gemeinschaftswährung stand vor allen Dingen das, was meine britische Kollegin Christina Spohr die Wendezeit genannt hat, also die Jahre 1989-90. Und tatsächlich fiel ja das Ende des Kalten Krieges in diesen Jahren mit einer Intensivierung des europäischen Einigungsprozesses zusammen. Also Beschleunigung und Verdichtung des Einigungsprozesses kamen damals insbesondere zum Ausdruck in der Vollendung des Binnenmarkts und in der Vereinbarung einer gemeinsamen europäischen Währung. Das ist tatsächlich etwas, was sich beschleunigt und verdichtet in diesen Jahren um 1990. Und beide Entwicklungen, also die geopolitische Neuordnung der Welt und die europäische Einigung, waren so eng miteinander verwoben, dass verschiedentlich gesagt worden ist, der Euro ist der Preis gewesen, den Deutschland für die Wiedervereinigung zu zahlen hatte. Lassen Sie das vorweg mich ganz klar gleich sagen, diese Verkürzung gehört ins Reich der Legenden. Schon deswegen, wenn man sich etwas die chronologische Entwicklung anschaut, Bundesaußenminister Genscher war schon 1988 dabei, eigene Pläne für eine Währungsunion zu lancieren. Und wenn Sie zurückdenken, 1988 war von deutscher Einigung, nationaler Einheit noch nicht viel zu sehen und zu spüren. Und auch der Bundeskanzler damals, Helmut Kohl, hatte sich dieses Projekt einer Gemeinschaftswährung nach einigen anfänglichen Zögern im Frühsommer 1989 zu eigen gemacht, bevor
die friedliche Revolution in Ostdeutschland begonnen hat, auch bevor die großen Ströme der Flüchtlingsbewegung der Ostdeutschen über Ungarn in Bewegung und Österreich sich in Bewegung setzen. War es aber auch, dass die europäische Gemeinschaftswährung nicht so rasch und meiner Meinung nach auch nicht in dieser Form zustande gekommen wäre, wenn ihre Vorgeschichte eben sich nicht mit dem Fall der Mauer gekreuzt hätte. Es gab nämlich noch in diesem Herbst 89 und weit ins Jahr 1990 hinein starke Gegenkräfte in der Bundesbank, im Finanzministerium, im Wirtschaftsministerium, selbst im Auswärtigen Amt und auch im Bundeskanzleramt, Kräfte, die gerne auf Zeit gespielt hätten, um die Einheitswährung auf eine unbestimmte Zeit zu vertagen und zu verschieben. In dieser Situation erhöhte der Umbruch im Osten den Zeitdruck. Er zwang die Bundesregierung, die Glaubwürdigkeit ihres Bekenntnisses zu Europa unter Beweis zu stellen, und er gab der französischen Diplomatie einen Hebel in die Hand, um einen Fahrplan für den Weg in die Währungsunion durchzusetzen. Diese Zusammenhänge sind mittlerweile recht gut erforscht und sind eigentlich auch hinlänglich bekannt. Und deswegen will ich in meinem Vortrag heute Abend die Akzente ein bisschen anders setzen. Ich will drei bisher weniger beachtete Punkte in den Blick nehmen. Erstens die Beharrungskraft nationaler Traditionen, auch in einer gemeinsamen Währung. Zweitens die globalwirtschaftlichen Zusammenhänge, in denen der Euro entstanden ist und denen er sich zu bewegen hat. Und drittens die geopolitische Dimension des Themas. Ich betone deswegen im Folgenden zum einen die Persistenz, also die Beharrung nationaler Denkschablonen, nationaler Wahrnehmungsmuster, und analysiere, welche Handlungszwänge, welche Spannungslagen sich daraus ergaben unter den Rahmenbedingungen einer gemeinsamen Institutionenordnung. Das ist der erste Punkt. Ich frage zum anderen und zum zweiten, wie die Weltwirtschaft, wie transnationale Finanzströme, die Konzeption, die Implementierung, die Erhaltung und schließlich auch die Gefährdung des Euro beeinflusst haben und bis heute beeinflussen. Und ich will drittens, gerade angesichts der vielbeschworenen Zeitenwende durch den russischen Überfall auf die Ukraine, auch die Zusammenhänge zwischen Geopolitik und Geoökonomie etwas genauer mit Ihnen betrachten. Beginnen will ich meine Darstellung nicht, wie das oft geschieht, mit der langen Vorgeschichte der gemeinsamen Währung seit dem Werner-Plan 1970 oder auch dem Zusammenbruch der Währungsordnung von Bretton Woods aus dem Jahre 1973. Die damaligen Pläne, die es gab, sehr vage Pläne einer gemeinsamen europäischen Währung, die scheiterten nämlich sehr rasch, und zwar nicht nur an den wirtschaftlichen und währungspolitischen Turbulenzen dieser Jahre, sondern auch an sehr unterschiedlichen Vorstellungen, vor allen Dingen in Paris und in Bonn, wie eine monetäre Integration eigentlich am besten zu verwirklichen sei. Dabei überlagerten sich einerseits unterschiedliche Interessen und andererseits sehr verschiedenartige Währungskulturen. Länder mit Leistungsbilanzüberschüssen, wie etwa die Bundesrepublik oder die Niederlande, verlangten eine Konvergenz der wirtschaftlichen Entwicklung und auch der politischen Vorstellungen in den prospektiven Mitgliedstaaten als Voraussetzung einer Währungsunion. Eine Währungsunion, die sich also als krönender Abschluss eines langen Integrationsprozesses darstellte. Das war die sogenannte Krönungstheorie der sogenannten Ökonomisten. Also die Ökonomisten sagten, wir brauchen erst eine Konvergenz und dann als Krönung, als Abschluss die gemeinsame Währung. Länder wie Frankreich oder Belgien, die Defizite in der Leistungsbilanz aufgebaut hatten, plädierten für den umgekehrten Weg, einer raschen Fixierung der Wechselkurse als Voraussetzung für wirtschaftliche und politische Angleichungsprozesse. Und diese Angleichungsprozesse erwarteten sich dann nicht als Voraussetzung, sondern als Folge einer gemeinsamen Währung, die sich dann, also diese Konvergenz, diese Angleichung, würden sich dann quasi automatisch einstellen.
Das ist die Position der sogenannten Monetaristen. Er wurde merkt, nicht zu verwechseln mit den Anhängern von Milton Friedman, also einer anderen Form von Monetaristen, die sich auch mit dieser Bezeichnung schmückten und damit bezeichnet wurden, sondern diejenigen, die sagen, das Geld führt sozusagen zur Konvergenz, also die gemeinsame Währung nicht als Krönung, sondern als Lokomotive des europäischen Integrationsprozesses, deswegen auch im Gegensatz zur Krönungstheorie, ist das die sogenannte Lokomotiventheorie. Diese Differenzen, wie gesagt, trugen entscheidend dazu bei, dass es Anfang der 1970er Jahre nicht zu ernsthaften, konkreteren Plänen einer gemeinsamen Währung kam. Und diese Differenzen wurden letztlich auch im 1979 begründeten europäischen Währungssystem, dem EWS, nicht überwunden. Ein Durchbruch bahnte sich erst Mitte der 1980er Jahre an, als nach einer Phase der Erweiterung der europäischen Gemeinschaft, zunächst nach Norden und Westen, um Großbritannien, Irland und Dänemark, und später dann auch nach Süden, um Spanien, Portugal und Griechenland, also nach einer Phase der Erweiterung, ein Schub vertiefender Integration ins Werk gesetzt wurde. Ein Schub, der ganz unterschiedliche Politik- und Wirklichkeitsbereiche betraf. Man kann einerseits denken an die Grenzsicherung, der Weg nach Schengen, auch das Wettbewerbsrecht, die Produktnormierung im Rahmen des Binnenmarktes bis hin zur Währung im Rahmen einer europäischen Währungsunion. Also in diesem Schub wurden immer mehr Kompetenzen von der nationalen auf die europäische Ebene transponiert und das Tauwetter zwischen den Supermächten eröffnete Spielräume für eigenständige Initiativen der Europäer. Ausschlaggebend, würde ich sagen, war die Kooperation des deutschen Bundeskanzlers Helmut Kohl mit dem französischen Staatspräsidenten François Mitterrand in einem Umfeld, das ein weltwirtschaftliches Umfeld, das günstig gestimmt war, weil es Rückenwind aus der Weltwirtschaft gab, die sich damals im Aufschwung befand. Und dann eben diese personelle Konstellation mit Kohl in Bonn und Mitterrand in Paris und nicht zu vergessen dem Dritten im Bunde, dem ehemaligen französischen Wirtschafts- und Finanzminister Jacques Delors, der 1985 zum Präsidenten der Europäischen Kommission bestimmt wurde. Und ich würde sagen, diese drei sind die entscheidenden Männer für den Durchbruch zu einer europäischen Gemeinschaftswährung. Alle drei, das ist, glaube ich, wichtig, ließen sich nicht nur von den spezifischen Interessen ihrer Länder leiten, sie waren auch alle drei von den Erfahrungen des Zweiten Weltkriegs geprägt und betrachteten die europäische Einigung als genuines Friedensprojekt. Dem Bundeskanzler, also Helmut Kohl, schwebte in den späten 1980er Jahren als Fernziel eine Art europäischer Bundesstaat vor mit einer gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik, mit einem vom Europäischen Parlament legitimierten parlamentarischen Entscheidungssystem, getragen durch ein europäisches Bewusstsein von Solidarität und Zusammengehörigkeit, wie es bis dahin nur auf nationalstaatlicher Ebene existiert und das Helmut Kohl jedenfalls in dieser Zeit sozusagen auf die europäische Ebene transponiert wissen wollte. Wenn Sie das als Institution gewonnen sehen wollen, gehen Sie nach Brüssel ins Haus der europäischen Geschichte. Das ist sozusagen der Versuch oder das Bestreben, diese Art von durch Geschichte geprägte Zusammengehörigkeit in ein Museum und in eine Institution zu fassen und das Bewusstsein mitprägen hilft. Mit dieser Art zu denken unterschied sich Helmut Kohl ganz grundlegend von einer vierten Person, die wir hier in Betracht ziehen müssen, nämlich von der britischen Premierministerin Margaret Thatcher, also wenn Sie so wollen, die vierte im Bunde der entscheidenden europäischen Staatsleute jener Jahre. Thatcher war zwar für eine Intensivierung der Wirtschaftsbeziehungen innerhalb der EG, aber jede darüber hinausgehende politische Einheitsbestrebung oder Einigungsbestrebung lehnte sie vehement ab. Und nun suchten diese vier, und nicht nur diese vier, aber speziell auch diese vier, nach einem Politikfeld, auf dem man die gemeinsamen Vorstellungen sozusagen ins Werk setzen könnte.
Und das Feld, auf dem ein Durchbruch am ehesten möglich erschien, war das Feld der nicht-tarifären Handelshindernisse, also Produktstandards, Importquoten, die von der Europäischen Zollunion, also den römischen Verträgen aus dem Jahr 1958, unberührt geblieben waren. Diese Schaffung eines gemeinsamen Binnenmarktes über die Abschaffung der nicht-tarifären Handelshindernisse, das entsprach den sehr stark den britischen Ansichten über den Charakter der EG als einer Freihandelszone. Es korrespondierte aber auch mit den Interessen eines Exportlandes wie der Bundesrepublik und es war, seitdem der französische Staatspräsident Mitterrand sich von seiner sozialistischen Wirtschaftspolitik im Jahr 1983 verabschiedet hatte, es war es auch mit der französischen Ansicht in Einklang zu bringen, dass an einer ökonomischen Modernisierung und Liberalisierung letztlich kein Weg vorbeiführte. Und mit dieser sogenannten Vollendung des Binnenmarktes war nun die europäische Einigung keine Angelegenheit mehr, die vorrangig von französischen und deutschen Überlegungen bestimmt wurde. Neben den Föderalismusgedanken der deutschen Tradition und neben französische Vorstellungen eines bürokratisch-administrativen Dirigismus traten Ideen ökonomischen Wettbewerbs und wirtschaftlicher Deregulierung, die im angelsächsischen Raum ihren Ursprung hatten. Und das wohl gemerkt ist doch ein Bereich, der gar nichts erst einmal mit der europäischen Währung zu tun hat. Aber das ist der Bereich, durch den dieser intensivierte Schwung der europäischen Einigung in der zweiten Hälfte der 1980er Jahre angetrieben wurde. Wie diese Intensivierung der europäischen Integration mit dem dezidierten Festhalten der Kohl-Regierung an der Wiedervereinigung als Fernziel zusammenpasste, das war nicht allen immer unbedingt klar. Diplomaten aus den westeuropäischen Nachbarländern wunderten sich Mitte der 80er Jahre manchmal, wie eigentlich Ostpolitik und Westintegration der Bundesrepublik miteinander in Einklang zu bringen waren. Solange die sowjetische Herrschaft in Ostmitteleuropa Bestand hatte, solange das SED-Regime in der DDR fest im Sattel saß, solange blieben diese Spannungselemente in der doppelten Staatsräson der Bundesrepublik mit ihren Zwillingszielen der deutschen und der europäischen Einheit eher akademischer Natur. Virulent wurden sie erst mit dem Ende des Ost-West-Konfliktes und der Implosion des sowjetischen Imperiums. Und das ist dann die Situation, in der sozusagen zusätzlich zur Idee des Binnenmarktes von der französischen Seite angetrieben und von der deutschen Seite aufgenommen, die Idee einer Gemeinschaftswährung neben dem Binnenmarkt vertritt. Und vier strategische Überlegungen, würde ich sagen, lagen dieser europäischen Gemeinschaftswährung zugrunde. Erstens eine Vertiefung der deutsch-französischen Verständigung. Zweitens das Bedürfnis nach Einhegung Deutschlands in Europa. Drittens das Bestreben, Wechselkursrisiken zu minimieren. Sowie viertens der Wunsch, eine europäische Gegenmacht zum US-Dollar als globale Leitwährung zu schaffen. Also Sie sehen, auch hier bewegen sich die strategischen Fernziele oder strategischen Grundgedanken auf den verschiedenen Ebenen der Nation, Europas und der weltwirtschaftlichen Verflechtung. Und dass dann in diesen Jahren zwischen 1988 und 1992, anders als in den 1970er Jahren, der Durchbruch zu einer europäischen Währung gelang. Das lag nicht zuletzt, würde ich sagen, daran, dass Helmut Kohl und François Mitterrand technische Details eher mit Nichtachtung bestraften und entschlossen waren, ihre Pläne auch gegen Widerstände von Fachleuten durchzusetzen. Ihnen kam entgegen, jetzt sind wir auf der Ebene der Weltwirtschaft, Ihnen kam entgegen, dass die Schwankungen des Dollarkurses in den Jahren zuvor sehr groß gewesen waren. In der ersten Hälfte der 1980er Jahre war der Dollar stark gestiegen und danach sank er dramatisch ab mit einem Tiefpunkt während der amerikanischen Rezession 1990-91. Die Schwäche des Dollars wirkte sich insbesondere auf die D-Mark aus, die zu einer international gehandelten Anlagealternative wurde. Der Verfall des Dollarkurses trieb den Kurs der D-Mark in die Höhe
und setzte die anderen Währungen, die im EWS zusammengebunden waren, unter Druck. Da die Banque de France im Zuge der Neuausrichtung der französischen Wirtschaftspolitik seit nach 1983, über die ich kurz gesprochen habe vorhin, den Franc eng an die D-Mark gekoppelt hatte, um ihm Stabilität zu verleihen, wurden nicht nur deutsche, sondern eben auch französische Exporte teurer. Das heißt, in Paris war man von der deutschen Geldpolitik abhängig, ohne Einfluss auf sie nehmen zu können. Die Vergemeinschaftung der D-Mark war daher ein beharrlich verfolgtes Ziel französischer Europapolitik. Man kann sagen, in einer langen Tradition französischer Europapolitik, Vergemeinschaftung der Motorindustrie in den 1950er Jahren hat ganz ähnlich funktioniert. Also eine potenziell bedrohliche deutsche Stärke dadurch zu entschärfen, dass man sie zum allgemeinen Wohl europäisiert. Und für dieses langfristige strategische Ziel französischer Europapolitik nahmen Mitterrand und auch seine Nachfolger als französische Staatspräsidenten große soziale und auch ökonomische Kosten in Frankreich in Kauf. Am dramatischsten wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob sich der eine oder die andere noch erinnert, 1992, 1993, als erhebliche Interventionen durch die Zentralbanken und eine empfindliche Abwertung notwendig wurden, um den Franc damals im europäischen Währungssystem, dem EWS, zu halten. Die Konzeption einer unabhängigen Notenbank, die von den Einflüssen der Politik freigehalten wurde, nur auf den Erhalt der Preisstabilität ausgerichtet war und sich auf keine anderen Aufgaben, etwa in der Konjunktur oder in der Arbeitspolitik, der Arbeitsmarktpolitik einließ, fand, das ist sozusagen die klassische deutsche Position, die das Modell der Bundesbank, dieses Modell fand zwischenzeitlich auch außerhalb Deutschlands Unterstützung, insbesondere in Frankreich, aber etwa auch in Großbritannien. Und weil das so war, gelang es in den 1990er Jahren, die Europäische Zentralbank, die EZB, nach dem deutschen Modell zu entwerfen. Und wenn man sagen konnte, seht ihr, das ist das deutsche Modell, erleichterte das Kohl eine misstrauische deutsche Öffentlichkeit und die skeptischen Bundesbanker in Frankfurt zu überzeugen, der Euro werde so stabil und so erfolgreich werden wie die D-Mark, weil das Modell der Zentralbank eben in Europa genauso sein werde wie das in Deutschland. Hinzu kam wiederum Rückenwind aus der Weltwirtschaft, weil der Dollar seit 1995 wieder an Wert gewann, also nach dem Ende der Rezession in Amerika wurde der Dollar wieder stärker, das schwächte die D-Mark, stärkte den deutschen Export und gestattete es der Bundesbank, endlich die Zinsen zu senken, also nach der Phase der Hochzinspolitik, nach der deutschen Wiedervereinigung die Zinsen zu senken und damit eben auch den an die D-Mark damals noch gekoppelten anderen europäischen Währungen das Gleiche zu tun und damit für wirtschaftliche Erleichterungen, Stärkung der Exporte zu sorgen. Das heißt, der Run auf den Dollar in Bill Clintons zweiter Amtszeit rettete faktisch die Europäische Währungsunion. Das ist eine ironische Wendung für ein Projekt, das nicht zuletzt dazu diente, die europäische Abhängigkeit von der amerikanischen Geldpolitik zu mindern. Aber das sei nur in Klammern gesagt. Also tatsächlich war das eine äußerst günstige Konstellation, in der Euro dann, nachdem man beschlossen hatte, ihn einzuführen, tatsächlich Ende der 1990er Jahre auch Wirklichkeit werden konnte. Trotz dieser günstigen weltwirtschaftlichen Rahmenbedingungen fiel es fast allen künftigen Mitgliedstaaten der Währungsunion schwer, die in Maastricht 1993 vereinbarten Aufnahmekriterien für die Währungsunion zu erfüllen. 1992 vereinbarten, 1993 in Kraft. Vielerorts griff man zu Methoden kreativer Buchführung, um in der ersten Runde, die dann 1999 beginnen sollte, dabei zu sein. Die statistischen Manipulationsversuche steigerten zwar nicht gerade das öffentliche Vertrauen in das Projekt, sie stellten aber sicher, dass bis auf Griechenland alle 11 zum Beitritt entschlossenen Länder die Kriterien erfüllten, jedenfalls formal erfüllten, mit gewissen Abstrichen bei der italienischen Staatsschuld, über die man dann aber hinwegsah. Sodass Anfang 1999 alle 10 gemeinsam in die neue Währung starten konnte. Und als der Euro zum 1. Januar 2002 dann als Bargeld in Umlauf kam, war auch Griechenland dabei, das in der Zwischenzeit erhebliche Anstrengungen unternommen hatte, die Beitrittsbedingungen zu erfüllen
oder, wie sich im Nachhinein herausstellte, in den vorgelegten Bilanzen wenigstens diesen Anschein zu erwecken vermocht hat. Für den weiteren Gang der Dinge war nun entscheidend, dass sich die verschiedenen Mitgliedstaaten in den ersten Jahren der Währungsunion unterschiedlich entwickelten. Länder mit zuvor eher schwachen Währungen profitierten von niedrigeren Zinsen. In Deutschland hingegen erfüllten sich die Erwartungen, die man in die Gemeinschaftswährung gesetzt hatte, zunächst jedenfalls nicht. Das Land litt unter schwachen Wachstumsraten, unter hoher Arbeitslosigkeit. Diese Probleme hatten überwiegend strukturelle Ursachen. Sie hingen zum Teil aber auch mit dem überhöhten Wechselkurs zusammen, zu dem das Land in die Währungsunion eingetreten war. Insofern stimmt die These, die Deutschen hätten wie niemand sonst wirtschaftlich vom Euro profitiert, für die Zeit bis etwa 2005 nicht, für die anderthalb Jahrzehnte danach dann allerdings über große Strecken schon. Und da kommen wir später noch drauf zu sprechen. Der entscheidende Umschwung, würde ich sagen, sind die Reformen der rot-grünen Regierung unter Gerhard Schröder am Arbeitsmarkt und im Sozialstaat, also die berühmt-berüchtigte Agenda 2010. Die Gewerkschaften hatten über Jahre hinweg Zurückhaltung bei den Lohnabschlüssen geübt. Viele Deutsche arbeiten bei gleichem, teilweise sinkenden Realeinkommen, Reallöhnen länger, während in anderen Ländern der Währungsunion die Löhne anstiegen. Umgekehrt blieben die Strukturreformen weitgehend aus, von denen man erhofft hatte, dass sie in den südlichen Mitgliedsländern als Folge der Einführung des Euro durchgeführt werden würden. Die verringerten Zinslasten wurden kaum oder gar nicht zum Abbau der Staatsverschuldung genutzt. Stattdessen stiegen in einigen Ländern, beispielsweise in Griechenland, die Staatsausgaben. Anderswo, etwa in Spanien oder in Italien, verschuldeten sich die privaten Haushalte. Die Ursache war in beiden Fällen dieselbe. In Ländern, die an hohe Inflationsraten und Zinssätze gewöhnt waren, konnten Regierungen, Unternehmen und Privatleute nach der Einführung des Euro mit einem Mal zu historisch günstigen Konditionen Geld leihen. Anders als erhofft, glichen sich die Wirtschaftsmodelle in der Eurozone also nicht aneinander an. Im Gegenteil, die Wettbewerbsfähigkeit der verschiedenen Mitgliedstaaten der Währungsunion driftete auseinander. Unter den weltwirtschaftlichen Bedingungen der späten 1990er und der frühen 2000er Jahre fielen diese volkswirtschaftlichen Disparitäten im Euroraum nicht weiter auf. Das änderte sich, als nach 2007 die von den USA ausgehende Weltwirtschafts- und Finanzkrise mit aller Wucht nach Europa durchschlug und die Welt von der heftigsten Krise des Finanzsystems seit dem großen Börsencrash von 1929 erschüttert wurde. Man kann vielleicht sogar sagen, dass in mancher Hinsicht der Abgrund, in den die Finanzwelt 2007 fortfolgende blickte, noch tiefer und noch erschreckender war als in der Zwischenkriegszeit. Niemals zuvor waren derart viele Großbanken weltweit fast gleichzeitig an den Rand des Zusammenbruchs geraten, sodass zwischenzeitlich die Nervenbahnen der globalen Kapitalströme und Finanzdienstleistungen vollständig funktionsunfähig zu werden drohten. Wir haben das zum Teil verdrängt oder nicht so genau wahrgenommen, weil in Deutschland wir relativ rasch aus dieser sehr, sehr schwierigen, gefährlichen Lage herausgekommen sind. Ein Land wie Großbritannien mit einer sehr viel stärker ausgeprägten Finanzdienstleistungsindustrie hat diesen Einbruch noch viel stärker wahrgenommen und erlitten. Aber auch bei uns in der Bundesrepublik griff die Kreditklemme in die sogenannte Realwirtschaft über. Zwischen 2008 und 2009 sank das Bruttoinlandsprodukt der entwickelten Staaten um 3,4%. Ab dem zweiten Quartal 2008 sanken in Deutschland die Exporte, vor allem im Maschinenbau und in der Automobilindustrie, um mehr als ein Drittel. Das Bruttoinlandsprodukt ging um 5,6% zurück, der schwerste wirtschaftliche Schock seit der Gründung der Bundesrepublik. Ihren Ausgang hatte die Krise, das will ich nur kurz sagen, aber noch nicht weiter vertiefen, auf dem amerikanischen Immobilienmarkt genommen. Aber, das ist mir wichtig, es handelt sich eben keineswegs nur um ein Problem des amerikanischen
oder angelsächsischen Kapitalismus, der lediglich nach Europa exportiert wurde. Nein, vielmehr zeigte sich seit 2007, wie engmaschig die internationalen Finanzmärkte mittlerweile miteinander verflochten waren. Neben amerikanischen profitierten eben auch europäische und speziell deutsche Banken, etwa die Deutsche Bank, von Geschäften mit sogenannten Subprime-Krediten, die amerikanischen Käufern ohne Vermögen oder ausreichendes Einkommen den hypothekengestützten Erwerb eines Eigenheims erlaubten, wobei die entstehenden Risiken dann in hochkomplexen Finanzprodukten versteckt wurden. Ein derartiges Geschäftsgebaren wurde durch die Digitalisierung des Bankgeschäfts technisch erleichtert. Politisch ermöglicht wurde es, weil spätestens seit der Jahrtausendwende die Regierungen auf beiden Seiten des Atlantiks in einer Art Überbietungswettbewerb um bessere Geschäftsbedingungen für ihre Finanzindustrie oder für ihre Finanzinstitute, die Kreditwirtschaft radikal dereguliert hat. Seither konnte das globale Kapital, das nicht nur durch die Petrodollars aus dem arabischen Raum, sondern auch durch die gewachsenen Sparguthaben in den älter gewordenen Gesellschaften des Westens enorm angeschwollen war, auf der Suche nach möglichst günstigen Anlagechancen weitgehend frei flottieren. Man kann sich das vorstellen wie einen Tanker, aus dem man die trennenden Schotten entfernt hat. Und so wurde dann die globale Finanzwirtschaft anfälliger für hohen Seegang. Als die Immobilienpreise in den USA zu fallen begannen, brach dann der Sturm los. Dass Deutschland besser durch die Weltfinanzkrise kam als andere Länder, hatte mehrere Gründe, die ich Ihnen nur ganz kurz in Erinnerung rufen will. Zum einen war die Finanzdienstleistungsbranche im Verhältnis zu den Fertigungsindustrien nicht so übergewichtig wie etwa in Großbritannien oder auch in Irland. Die deutschen Banken profitierten auch davon, dass die amerikanische Notenbank gigantische Summen in das System pumpte, um die globalen Finanzmärkte wieder flüssig zu machen und die Vormachtstellung des Dollar und der Wall Street zu sichern. Die deutschen Exportindustrien, vor allem die Automobilbranche und der Maschinenbau, partizipierten zudem überproportional an den gewaltigen Ausgabenprogrammen, mit deren Hilfe der chinesische Staatskapitalismus durch die Krise steuerte. Im Vergleich dazu nahmen sich die Rettungspakete der Bundesregierung eher bescheiden aus, aber sie waren doch sehr passgenau auf die Bedürfnisse der deutschen Volkswirtschaft zugeschnitten, indem sie etwa über die sogenannte Abfahrtprämie zum Kauf privater Pkw anregten oder mit Hilfe des Kurzarbeitergeldes die dringend benötigten Facharbeiter über den Wirtschaftseinbruch hinweg in den Unternehmen hielten. Hilfreich war auch, dass die Arbeitsmarktreformen der rot-grünen Regierung allmählich griffen und der Euro mittlerweile als Exportsubvention wirkte, weil er schwächer war, als eine nationale deutsche Währung zu diesem Zeitpunkt gewesen wäre. Und im Zusammenspiel all dieser Faktoren erfreute sich die Bundesrepublik für ein knappes Jahrzehnt von etwa 2009 bis 2018 eines wirtschaftlichen Aufschwungs mit hohen Exportüberschüssen, einer niedrigen Arbeitslosenquote und ordentlichen Wachstumsraten bei extrem niedrigen Zinsen, die bei extrem niedrigen Zinsen sogar eine Konsolidierung des Staatshaushaltes gestatteten. Und das ist die Phase 2009 bis 2018, in denen unser Land, die Bundesrepublik, enorm von der Existenz des Euro tatsächlich profitierte. Aber, und das ist, glaube ich, auch wichtig, anders als in früheren Hochphasen der ökonomischen Entwicklung in den 1950er und 1960er Jahren oder auch in den späten 1980er Jahren, war dieser Exportboom der 2010er Jahre nicht von einer gesellschaftlichen Aufbruchstimmung begleitet. Im Gegenteil, die Atmosphäre war von einer Mischung aus gereizter Verdrossenheit, unterdrückter Wut und latenten Verlustangsten geprägt. Wenn man sich erinnert, Wutbürger ist das Wort des Jahres 2010 gewesen. Die Weltfinanzkrise erschütterte das Vertrauen in den Markt, das in Ostdeutschland ohnehin vergleichsweise schwach verwurzelt war. Sie lenkte die Aufmerksamkeit auf die Schattenseiten einer eng vernetzten Weltwirtschaft mit transkontinentalen Wertschöpfungsketten und eines internationalen Finanzsystems, in dem Banken
mit Riesensummen aus Steuergeldern gerettet wurden und Manager exorbitante Bonuszahlungen kassierten, während Arbeitnehmergehälter nur langsam stiegen und die Mittelschichten sich unter zunehmendem Druck sahen. Ich skizziere jetzt sozusagen die Wahrnehmung breiterer Bevölkerungskreise auf die Schattenseiten dieser Art der Weltwirtschaft. Zudem setzt sich der Eindruck fest, dass die Ära der Globalisierung keineswegs ein neues postideologisches Zeitalter jenseits von Kommunismus und Kapitalismus eingeläutet hatte, sondern dass die Rede von der Globalisierung selbst vielleicht doch auch Interessen und Ideologie geleitet war, um dem rasanten Wandel seit 1990 Sinn zu verleihen und bestimmte Veränderungen zu befördern bzw. andere zu verhindern. Das Problem einer als zunehmend polarisiert, prekär und gewalttätig empfundenen Gegenwart spiegelte sich gerade in Deutschland auch in einer Krise der europäischen Meistererzählung wider. Seit Mitte der Nullerjahre verfestigte sich der Eindruck, dass der Prozess der europäischen Integration weniger geradlinig und kontinuierlich verlief, als man in der Bundesrepublik gemeinhin geglaubt hatte. Aus der Währungsunion war eben keine politische Union erwachsen, wie Kohl und Genscher sie erträumt hatten. Der Verfassungskonvent, der von Februar 2002 bis Juli 2003 unter dem Vorsitz des früheren französischen Staatspräsidenten Valéry Giscard d'Estaing tagte, brachte eben nicht den Durchbruch zu einer europäischen Verfassung, wie sie Joschka Fischer in seiner Rede an der Berliner Humboldt-Universität im Mai 2000 vorgeschwebt hatte. Und zwar deswegen nicht, weil die französischen und die niederländischen Wähler in zwei Volksabstimmungen im Frühjahr 2005 diese Verfassung ablehnten. Der Vertrag von Lissabon, zu dem sich die Mitglieder der EU dann 2007 zusammenrauften, griff zwar auf Versatzstücke dieses Verfassungsvertrages zurück, markierte aber auch den Abschied von bundesstaatlichen Grenzen. Damit ging die Erkenntnis einher, dass die intergouvernementale Zusammenarbeit zwischen den Nationalstaaten die Politik in der EU auch weiterhin wesentlich mitbestimmen werde. In der Weltfinanzkrise 2008-2009 war diese Tatsache insofern entscheidend, als die europäischen Regierungen sich schwerer taten als etwa die USA, schnell und geschlossen zu reagieren. Anders als oft hatten sich eben die Wirtschaftsmodelle in der Eurozone einander nicht angeglichen. Im Gegenteil, Wettbewerbsfähigkeit und Zukunftsaussichten der verschiedenen Mitgliedstaaten der Währungsunion waren immer weiter auseinander gedriftet. Und ich würde sagen, die Malaise des Euro war auch deswegen so hartnäckig, weil aufgrund unterschiedlich vorgeprägter nationaler Denkweisen weder über die Ursachen der Probleme noch über mögliche Auswege und wünschenswerte Zukunftsszenarien Einigkeit zu erzielen war. Die föderale Tradition Deutschlands sah ein verbindliches Regelwerk als Rahmen der Konfliktaustragung in einem heterogenen Gemeinwesen vor. Das ist also sozusagen der deutsche Blick auf das Problem. Wir kommen aus einem föderalen System. Die EU ist letztlich ein föderales System. Wir brauchen einen starken Regelrahmen, damit diese unterschiedlichen Sichten durch ein festes Regularium zusammengehalten werden können. In Frankreichs zentralstaatlichem Erbe hingegen präferierte die Flexibilität und die Handlungsfähigkeit einer starken Exekutive im Dienste des Allgemeinwohls, also ein ganz anderes Staatsverständnis, eine ganz andere Folgerung für die Währungspolitik. Für die ordoliberale Schule der deutschen Volkswirtschaftslehre war der Grundsatz der Haftung wichtig. In der französischen Denkweise blieb die revolutionäre Parole der Solidarität der Staaten für die Schwachen bestimmt. Französische Ökonomen interpretierten die Schulden von Banken und Staaten eher als vorübergehende Liquiditätsprobleme, die durch Interventionen des Staates überwinden werden konnten. Ihre deutschen Kollegen tendierten dazu, die Solvenz der betreffenden Institute oder Länder in Frage zu stellen. Daraus ergaben sich in Krisensituationen, wie diese Euro-Staatsschuldenkrise eine war, sehr gegensätzliche Handlungsempfehlungen. Im deutschen Fall lautete die Handlungsempfehlung Sparmaßnahmen, um grundlegende Verhaltensänderungen zu bewirken. Die französische Seite hingegen plädierte gegen scharfe Einschnitte, die Liquiditätsschwierigkeiten verschlimmern
und tatsächliche Insolvenzen erst herbeiführen würden. Und in Klammern gesagt, auch die angloamerikanischen Ökonomen schenkten Haftungsfragen deutlich weniger Aufmerksamkeit und forderten in Krisenlagen das tatkräftige Eingreifen des Staates. Das heißt, sie lagen damit in wichtigen Streitfragen der Eurokrise deutlich näher bei der französischen als bei der deutschen Position. Infolge dieser Unterschiede konnte man sich innerhalb der Eurozone weder auf Regularien für das temporäre Ausscheiden insolventer Staaten einigen, noch gelang es, die Währungsunion durch eine Fiskal- oder Bankenunion zu flankieren. In Ermangelung einer konsens- und handlungsfähigen Institutionenordnung zog sich dann die Staatsschuldenkrise so lange hin, bis sie mit einer weiteren existenziellen Herausforderung für die EU zusammenfloss, nämlich einer großen Flüchtlingsbewegung aus dem Krisenbogen von Kabul bis Casablanca, auf die ich jetzt nicht weiter eingehen will. Wichtig ist, glaube ich, mit dem Blick auf den dritten Punkt, den ich genannt habe, Geopolitik, dass ein wichtiges Argument für das Zusammenhalten der Eurokrise in diesen Jahren 2010, 2012, 2013 letztlich, also mit Blick auf Griechenland, ein geopolitisches war. Man wollte Griechenland nicht aus der Währung heraus komplimentieren, also es hätte ja gar nicht ein Rauswurf, war gar nicht vorgesehen, aber man hätte natürlich Mittel und Wege finden können, um die Griechen herauszudrängen, und man tat das letztlich insbesondere auch mit Blick auf geostrategische Stabilität im östlichen Mittelmeerraum nicht. Ein Punkt, der vielleicht zur Flüchtlingskrise wichtig ist, ist, dass ein Kollateralschaden dieser Flüchtlingskrise der Austritt Großbritanniens aus der EU war, der natürlich nicht allein oder nicht vorrangig auf diese Migrationskrise zurückzuführen ist, der aber doch zeitlich damit so eng zusammenfällt, dass eine gewisse Wechselwirkung sicherlich eine Rolle spielte. Auch wenn der Austritt nicht, wie zunächst von einigen befürchtet, Schule machte und andere Länder eben nicht dazu animierte, die Union ebenfalls zu verlassen, brachte er doch, das wäre meine These jedenfalls, Dynamik und Statik des europäischen Einigungsprozesses gründlich aus dem Lot. Die EU verlor den Nimbus positiver Unausweichlichkeit, sie wurde zu einem Club, in den man nicht nur eintreten, sondern aus dem man auch austreten konnte. Außerdem verschoben sich, das ist glaube ich nicht unwichtig, die Gewichte im Ministerrat der EU. Die sorgfältige Balance zwischen eher ordnungspolitisch liberal ausgerichteten Ländern um Deutschland und Großbritannien und stärker protektionistisch-interventionistisch orientierten Staaten ging verloren. Die EU tat einen doch recht beträchtlichen Schritt hin zur Reduktion auf einen wirtschaftlich und fiskalisch eher festgezurrten, engeren Euroraum mit einer süd- und westeuropäischen Schlagseite. Die Rolle des Wächters über Haushaltsdisziplin und Ausgabenbegrenzung, die bis dahin vor allen Dingen die Briten eingenommen hatten, übernahm nun eine Gruppe kleinerer Staaten um Österreich, die Niederlande, Dänemark, Schweden und Finnland. Sie erinnern sich, die sparsamen, wie viel, 4, 5? Der allerdings die wirtschaftliche und politische Schlagkraft Großbritanniens fehlte. Also auch hier eine gewisse Schwächung dieser Seite der Balance. Die Verschiebung der Gewichte, würde ich sagen, zeigte sich recht deutlich in der Antwort, welche die EU auf die Corona-Pandemie gab. Covid-19 verbreiterte die Kluft zwischen den Ländern im Norden, die erwarteten, relativ glimpflich durch die Krise zu kommen, und südeuropäischen Staaten wie Italien, Spanien oder Portugal, die besonders heftig getroffen waren. Um der Spaltung entgegenzuwirken, verständigte man sich im Sommer 2020 auf einen gigantischen Wiederaufbaufonds in Höhe von 750 Milliarden Euro, der eben erstmals nicht aus Beiträgen der Mitgliedstaaten finanziert wurde, sondern aus Zuschüssen und Krediten bestand. Aus Sicht der Bundesregierung handelt es sich um eine einmalige Kraftanstrengung, um den am stärksten betroffenen Ländern wieder auf die Beine zu helfen und die Disparitäten zwischen Deutschland und Südeuropa nicht noch größer werden zu lassen. In Paris, Rom, Madrid und Brüssel ging man eher davon aus, dass es unter dem Druck der Krise und mit dem Appell an Solidarität und Mitgefühl gelungen war, die Deutschen endlich über ihren Schatten springen zu lassen und endlich einer förmlichen und permanenten Transferunion zuzustimmen.
Das Mittel der Wahl nannte man zwar mit Rücksicht auf die damalige Bundeskanzlerin nicht Eurobonds, weil Angela Merkel das bekanntlich für ihre Lebenszeit ausgeschlossen hatte, aber de facto liefen die Corona-Bonds aus französischer, italienischer oder spanischer Sicht doch ziemlich genau auf so etwas hinaus. Unterstützt wurde der Eindruck einer auf Dauer und Ausbau angelegten Schuldengemeinschaft durch die auch in Deutschland zu vernehmende Rede von einem Hamilton-Moment der europäischen Geschichte. Die Formulierung, die etwa auch der damalige Bundesfinanzminister und heutige Bundeskanzler Olaf Scholz gebraucht hatte, zielte gleichsam auf die fiskalische Grundsteinlegung eines europäischen Staates, in Analogie zur Gründung der Vereinigten Staaten von Amerika durch Begründung einer gemeinsamen Staatsschuld im Jahre 1790. Kritiker dieser Sichtweise verwiesen gern auf die Folgeprobleme der Schuldenföderalisierung in den USA. Sie konstatierten, die von Alexander Hamilton als US-Finanzminister vorangetriebene Fiskalunion habe sich nicht als Bindemittel, sondern als explosiv erwiesen. Sie habe die Gläubiger in falscher Sicherheit gewiegt und zu übermäßig riskanten Investitionen verführt, mit dem Effekt, dass die entstandene Blase in der zweiten Hälfte der 1830er Jahre geplatzt sei. Zudem hätten der jungen Republik nicht nur handlungsfähige Institutionen zur Absicherung einer gemeinsamen Staatsschuld gefehlt, sondern auch ein Konsens zwischen Nord- und Südstaaten über gemeinsame Werte als moralische Grundlage der Union. Die Europäer, so diese Kritiker, fänden heute Gefallen am praktischen Aspekt von Hamiltons Argumentation, also der Vorstellung, dass sich durch eine Vergemeinschaftung der Schulden günstigere Kredite aufnehmen lassen konnten. Eine Antwort auf die Frage der politischen Institutionen oder der gemeinschaftlichen Tugend der Bürger, die für Hamilton entscheidend war, hätten sie allerdings nicht gefunden. Ich würde sagen, dass für die Europäische Union daher in den unterschiedlichen Sichtweisen auf Funktion, Dauer und Wesen der Corona-Bonds potenziell neue politische Konflikte vorprogrammiert sind. Konflikte innerhalb der Bundesrepublik zwischen Befürwortern einer weitergehenden europäischen Integration im fiskalischen Bereich und Verfechtern strikterer Haushaltsdisziplin auf nationaler Ebene, beispielsweise in der Ampel, jetzt ganz platt parteipolitisch gesprochen, zwischen der FDP und der SPD oder den Grünen in dieser Hinsicht. Aber wahrscheinlich noch wichtiger, vor allen Dingen zwischen den verschiedenen Mitgliedsländern der EU und der Eurozone. In erster Linie also zwischen den stabilitätsorientierten Ländern mit Leistungsbilanzüberschüssen im Norden und den Staaten mit defizitärer Leistungsbilanz im Süden des Kontinents, die auf eine lange Geschichte der Schuldenbereinigung durch Inflationierung zurückblicken. Jetzt komme ich am Ende zu der Frage, die ich am Anfang gestellt habe, hat der Euro eine Zukunft unter diesen Umständen? Die Antwort lautet vorerst ziemlich eindeutig auf absehbare Zeit ja. Kein politischer Akteur in irgendeinem Land der Eurozone, der sich auch nur halbwegs in der Nähe oder in der Sichtweite von Regierungsverantwortung befindet, macht sich derzeit für eine Abschaffung des Euro stark. Die Risiken und Folgekosten wären einfach zu groß. Die interessantere Frage lautet daher, welche Zukunft hat der Euro? Wird er eine starke oder eine schwache Währung? Wird sich die Eurozone perspektivisch auf alle Mitgliedsländer der Europäischen Union ausweiten? Oder bleibt die EU ein Flickenteppich von Zonen unterschiedlicher Verdichtung? Besitzt die gemeinsame Währung die Kraft zum Nukleus einer vertieften Integration in Richtung eben doch auf einen europäischen Bundesstaat zu werden? Oder wird die gemeinsame Währung zum Spaltpilz, weil sich die beteiligten Länder nicht auf eine gemeinsame Währungspolitik verständigen können? Um Antworten auf diese Fragen ja, nicht zu geben, sondern diesen Antworten vielleicht etwas näher zu kommen, möchte ich zum Schluss noch einmal die drei Leitperspektiven in Erinnerung rufen, die sich durch meinen Vortrag gezogen haben. Also die weltwirtschaftliche Dimension, die nationalen Prägekräfte und die Geopolitik. Das Problem für die Prognose ist, dass diese drei Sichtachsen eher unterschiedliche Zukunftsprognosen nahelegen. Fangen wir mit der Weltwirtschaft an. Aus weltwirtschaftlicher Perspektive wäre zunächst darauf hinzuweisen, dass die Inflation
im Gefolge der Covid-Pandemie und des russischen Überfalls auf die Ukraine eben kein exklusives Problem der Eurozone ist, sondern ein weltweites Phänomen. In den USA zum Beispiel noch viel stärker, deutlich stärker ausgeprägt als in Europa bisher. Die Unterbrechung der globalen Lieferketten, die enormen staatlichen Hilfszahlungen und die stark steigenden Rohstoffpreise haben insbesondere eben auch in den USA die Geldentwertung massiv angeheizt und die Fed zu einer Wende in der Zinspolitik veranlasst. Eine Wende, die nicht ohne Auswirkungen auf den Euro bleibt. Die Frage ist, inwieweit sich die EZB dem Druck einer Hochzinspolitik der Fed entziehen kann. Oder vielleicht etwas anders formuliert, wie sehr die EZB als Zentralbank eines Staatenverbundes EU der Zentralbank eines Staates wie den USA ähnelt oder eben nicht. Denn, und damit wäre ich bei meinem zweiten Gesichtspunkt, die national vorgeprägten Argumentationsmuster und Wahrnehmungsweisen innerhalb der EU haben sich seit den ersten Diskussionen über eine europäische Gemeinschaftswährung erstaunlich wenig gewandelt. Blickt man zurück auf die nun mehr als ein halbes Jahrhundert andauernden Debatten seit dem Werner-Plan, also über den Vertrag von Maastricht, die Einführung des Euro bis zur Staatsschuldenkrise 2010, fortfolgende, so fällt auf, würde ich sagen, wie wenig sich eigentlich verändert hat in diesen mentalen Grunddispositionen. Die deutsche Position blieb und bleibt auf den rechtlichen und institutionellen Rahmen fixiert. Sie folgt einem Primat der Stabilität und sie setzt auf fachliche Expertise statt politischer Anleitung. Prägende historische Erfahrungen sind die lange föderalistische Tradition und das Trauma der Geldentwertung nach zwei verlorenen Weltkriegen im Jahrhundert der Inflation. In den französischen Vorstellungen hingegen hat die Sozialpolitik Vorrang vor der Währungspolitik, um einen Primat der Politik gegenüber der Wirtschaft zu sichern und der universalistischen Zivilisation und Fortschrittsidee der Französischen Republik mit ihrem Leitgedanken zentralstaatlicher demokratischer Kontrolle und Legitimation gerecht zu werden. Praktisch gewendet, in Deutschland hält die Ampelregierung noch an der Idee der Schuldenbremse fest und auch andere Staaten des europäischen Nordens und Nordwestens pochen weiterhin auf eine sparsame Haushaltsführung. In den südeuropäischen Staaten hingegen liegt eine Schuldenbereinigung durch Inflationierung nicht nur im nationalen Interesse, sondern durchaus auch in der Tradition der eigenen Geldpolitik. Hier sind also, würde ich sagen, doch weitere Konflikte eher vorprogrammiert. Letzter Punkt, ob die geopolitische Herausforderung durch die russische Expansions- und Aggressionspolitik in Osteuropa dazu beiträgt, diese Konflikte zu begrenzen, oder ob sie umgekehrt zu neuen Spannungen oder gar Zerwürfnissen innerhalb der EU führt, ist wahrscheinlich die wichtigste, womöglich die entscheidende Frage für die nähere Zukunft des europäischen Einigungsprozesses. Auch wenn sich die EU bisher einiger gezeigt hat, als man fürchten musste, scheint mir die Antwort auf diese Frage doch noch ziemlich offen zu sein. Was absehbar ist, und damit komme ich jetzt tatsächlich endgültig zum Schluss, was absehbar ist, ist eine gewisse Verlagerung der Dreh- und Angelpunkte europäischer Politik in Richtung Osten, nach Polen, ins Baltikum und auf den Balkan. Und zu dieser absehbaren Verschiebung der Kraftzentren trägt auch bei, dass sowohl Deutschland mit einer fragilen Drei-Parteien-Konstellation nach dem Abgang von Angela Merkel, als auch Frankreich mit einem Präsidenten, dem seit letzter Woche eine Mehrheit im Parlament fehlt, deutlich geschwächt sind und sich schwer tun werden, die angestammte Führungsrolle des französisch-deutschen Tandems fortzuführen bzw. wieder aufzunehmen. Damit würde ich enden mit einer gewissen Ratlosigkeit, verschieben sich die Gesichte innerhalb der EU tendenziell gegenwärtig eher weg von der Eurozone mit ihrem süd- und westeuropäischen Schwerpunkt. Wie die neuen Konstellationen in Europa, die daraus resultieren, aussehen, weiß ich nicht, aber ich bin gerne bereit, es jetzt im Folgenden mit Ihnen zu diskutieren. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
herzlichen Dank, Kollege Gebhardt, für Ihre Ausführungen zur Frage, hat der Euro eine Zukunft? Zu Beginn ist sehr deutlich gemacht worden, das enge Zusammenwirken zwischen dem Binnenmarktprojekt Delors, das seit 1985 bereits auf der Agenda war, und dem Projekt Europäische Einheitswährung. Wir haben gehört, das war 1988 schon vor dem Fall der Mauer ein Thema, und damit ist auch die Frage gleich vom Tisch gekommen, inwiefern diese europäische Einheitswährung auf dem Altar der deutschen Einigung geopfert worden sei. Dem ist nicht so gewesen. Allerdings hat der Gebhardt ausgeführt, dass die deutsche Einigung einen Beschleunigungseffekt hatte, einen Verstärkereffekt hatte, was dann die schrittweise Umsetzung dieser europäischen Einheitswährung anging. Herr Gebhardt hat klargemacht, wer die Väter des Euro sind. Er hat drei benannt, nämlich Helmut Kohl, der übrigens genau dafür 1998 im Rahmen der österreichischen Ratspräsidentschaft einstimmig durch alle 15 EU-Mitgliedstaaten den Titel eines Ehrenbürgers Europas verliehen bekommen hat, für seinen Einsatz zum Gelingen. Damals war er noch gar nicht Realität, aber zur Vorbereitung des Gelingens dieser Einheitswährung. Das war vor ihm nur einer, nämlich Jean Monnet, und nach ihm wurde es noch Jacques Delors. Dann Mitterrand, neben und nach Kohl und Jacques Delors. Dieses Trio, das hat Herr Gebhardt auch ausgeführt, hat sich gegen die Beharrungskraft dieser nationalen Prägeelemente, das Beharrungsvermögen dieser nationalen Prägekräfte, behaupten können. Erstaunlich genug. Herr Gebhardt hat in drei Dimensionen deutlich gemacht, wie dieser Euro sich weiterentwickelt hat, in welchen Kontexten er zu sehen ist. Er hat hingewiesen auf eben diese Beharrungskräfte nationaler Finanz-, Wirtschafts- und Währungskulturen, Wirtschaftskulturen. Er hat hingewiesen auf die globalwirtschaftlichen Zusammenhänge. Das wurde sehr deutlich mit der Banken- und Finanzmarktkrise 2008 folgende, Stichwort Lehman Crash und dann auch Übergang zur Staatsverschuldungskrise. Und er hat ebenfalls sehr deutlich gemacht, die geopolitische Dimension des Euro, nach dem Motto, kein Land, auch kein Wackelkandidat soll vorzeitig aus diesem Verbund ausscheiden. Aus geostrategischen, geopolitischen Gründen hat man auf Griechenland als Euro-Mitglied letztlich sehr viel Wert gelegt, gleichwohl das umstritten war. Ich erinnere daran, dass der damalige Finanzminister Wolfgang Schäuble für den Austritt Griechenlands eingetreten ist, auch das öffentlich gemacht hat, aber die Richtlinienkompetenz der Bundeskanzlerin dagegen sprach. Spannend waren die Hinweise auch mit Blick auf das raschere Reagieren der Vereinigten Staaten von Amerika auf die Euro-Krise. Wichtig war auch der Hinweis, dass die Nord-Süd-Dimension, Disparitäten zwischen den Nordländern des Euro und den Südländern des Euro nach wie vor ein Problem ist und lang anhaltend ist. Spannend auch die Frage, dass eben nicht gelungen ist, das, was die deutsche Seite ursprünglich wollte, neben der Währungsunion auch eine politische Union zu etablieren, dass der Abschied vom bundesstaatlichen Fernziel offensichtlich dann auch damit Hand in Hand ging. Und am Ende haben wir auch den Zusammenhang Corona-Krise, Euro vernommen, den Hamilton-Moment, ja, wie weit ist Schuldenföderalisierung, wir reden nicht von Euro-Bonds und Corona-Bonds in Deutschland, aber wie weit hat dieser Hamilton-Moment mit Blick auf eine kontroverse Diskussion mehr Bindekraft oder ist er mehr Sprengsatz? Die jüngsten Entwicklungen sind berührt worden, die FED hat zu Zinserhöhungen tendiert. Wie weit kann hier die EZB, wie weit kann hier das Eurosystem so tun, als würde es davon unberührt bleiben? Hat der Euro eine Zukunft? Die Frage ist klar beantwortet worden, aber die Frage ist, welche Zukunft hat er gerade im Lichte der jüngsten Entwicklung, Stichwort Ukraine-Krieg? Meine Damen und Herren, ich habe es nochmal versucht, ein bisschen zu bündeln. Herr Gebhardt, ich bitte Sie auch, wieder ans Mikrofon zu kommen. Wir versuchen jetzt Fragen zu sammeln. Wir haben ein Mikro, Herr Kaiser führt es. Vielen Dank. Und ich schaue in den Saal gespannt, um erste Fragen zu sammeln. Bitte schön. Wir sind in der ersten Reihe, bitte.
vom Podium aus gesehen rechts. Herr Lühr hat Fragen oder eine Frage. Eine Frage, Herr Gebert. Sie haben ja eben hier das Goal, die deutsche Einheit sich erkauft hat, indem er die Zustimmung zum Euro gegenüber Mitterrand. Das haben Sie nochmal klar und deutlich gesagt. Wir haben hier den Herrn Eichel mal irgendwann 2010, 2011 gehabt, als es darum ging, ob Griechenland 2002 in den Euro reinkommt. Und da hat er auch so ähnlich argumentiert wie Sie, es hat den Anschein gegeben, dass die Zahlen stimmen. Stimmen die Zahlen nun wirklich? Gibt es nun wirklich Erkenntnisse, dass die Griechen getrickst haben, um in den Euro reinzukommen? Das müssen wir doch als Historiker jetzt nachträglich nach 10 Jahren oder 20 Jahren nun eruiert haben können. Wir würden das ja gerne. Die Regierungsakten sind natürlich länger verschlossen als 10 und 20 Jahre. Aber ich glaube, das ist mittlerweile relativ breit dokumentiert, dass die Griechen getrickst haben. Und was man jetzt aus den Akten noch nicht genau ersehen kann, aber was ich mal vermute, ist, dass ein Bewusstsein dafür da war, aber man nicht so genau hingeschaut hat. Weil der politische Wille, nicht dieses letzte, nun auch beitrittswillige Land, das ja auch doch unter nicht einfachen Bedingungen auch Anstrengungen unternommen hat, nicht sozusagen am ausgestreckten Arm verhungern lassen wollte. Es gibt Situationen und Kontexte, wo die EU Beitrittskandidaten sehr viel ungerührter am ausgestreckten Arm verhungern lässt. Jetzt nicht unbedingt bei der Beitritt in den Euro, aber bei der Frage der türkischen Beitrittsperspektiven, bei der Frage für Nordmazedonien oder so, ist die EU durchaus bereit gewesen, sozusagen in solchen Fällen das lange Spiel zu spielen. Das hat man hier aus Gründen, die, wie gesagt, einmal gerne in den Akten nachlesen würde, nicht getan. Meine Vermutung ist, dass man doch einen starken Willen hatte, möglichst rasch eine möglichst umfassende große Eurozone zu bekommen. Helmut Kohl hat bekanntermaßen eine Wette verloren, eine Kiste guten Wein gewettet gegen einen britischen Finanzjournalisten, David Marsh, indem er gesagt hat, beim Beginn des Euro, in 10 Jahren sind die Briten dabei. Und Marsh hat dagegen gewettet. Wie gesagt, diese Kiste hat der Ex-Kanzler dann auch auf die Insel geschickt. Aber es unterstreicht nochmal, welche Erwartung und auch welcher Wunsch da war, über die Einführung des Euro mittel- und langfristig selbst die skeptischen Briten zu gewinnen. Und es ist eben, in manchen Fällen funktioniert es, in manchen Fällen funktioniert es nicht. Im Falle des Baltikums, muss man einfach sagen, ist der Beitritt zum Euro erfolgt, meinem Eindruck nach sehr stark aus sicherheitspolitischen Erwägungen heraus. Im Fall der Slowakei ist er erfolgt, damit durchaus segensreichen Auswirkungen für die wirtschaftliche Entwicklung der Slowakei. Also es gibt ganz unterschiedlich gelagerte Kontexte, aber dass jetzt der Euro flächendeckend mit dem auf alle Länder der EU ausgewählt ist eben nicht der Fall. Und ich war neulich in Tschechien, war neulich auch mal in Ungarn und in Polen. In all diesen Ländern sieht es nicht so aus, als würde unmittelbar der Beitritt zum Euro bevorstehen. Vielleicht noch eine Ergänzung. Ich denke, es gibt einen qualitativen Unterschied zwischen der Europapolitik, Erweiterungs- und Europolitik unter Helmut Kohl und dann, was folgt unter Rot-Grün. Der Erweiterungspolitik war Helmut Kohl, auch mit Blick auf den damaligen Kommissionspräsidenten Santer in Luxemburg, eher auf der dezenten Grenze. Grundsätzlich ja, aber nicht eine Big Bang-Erweiterung um jeden Preis und zu schnell. Und das ändert sich sehr stark mit dem Kosovo-Konflikt, dem Kosovo-Krieg. Im gleichen Jahr 1999 haben wir eben auch einen neuen Kommissionspräsidenten, nämlich Romano Prodi. Und wir haben einen neuen deutschen Bundeskanzler, Gerhard Schröder, der auch für die Aufnahme der Türkei als Kandidat ist und für eine große Erweiterung. Und die Griechenland-Aufnahme in den Euro erfolgte 2001 unter Schröder und Chirac, auch aus meiner Sicht als Geo,
politischen Gruppen, aber was das Wissen angeht und die nicht korrekten Daten, man hatte vorher Informationen, aber keine exakten Informationen. Das Problem, das damals die Europäische Union hatte, um das vielleicht noch zu erklären, Eurostat war in dieser Zeit noch abhängig von den Lieferungen der nationalen statistischen Zentralämter. Das hat sich in Folge geändert, mit Blick auf die Möglichkeit, dass Eurostat selbst Erhebungen, Erforschungen und Datenüberprüfungen leisten kann, konnte, kann in diesen Ländern. Und das ist eine Erfahrung aus den nicht korrekten Angaben, die Athen damals nach Brüssel geliefert hat, besser gesagt nach Frankfurt geliefert hat. Und das, was Dominik Gebhardt gesagt hat, ist seit Jahren schon fest bekannt. Es waren keine korrekten Daten geliefert worden. Bitte weitere Fragen an unseren Referenten. Bitte schön. Bekommen das Mikrofon, eine Sekunde. Das ist mein Name. Wer einmal lügt, den glaubt man nicht, auch wenn er dann die Wahrheit spricht. So viel zu Griechenland. Sagen Sie uns doch bitte mal, wie oft wurden diese Maastricht-Kriterien in den letzten 22 Jahren gebrochen? Ich habe nicht mitgezählt, würde ich sagen. Es ist ja, das wäre eine Frage, Herr Reda, die wir mal sagen, zu besprechen hätten, wie eigentlich diese Maastricht-Kriterien zu bewerten. Also mein Eindruck ist, dass das für Deutschland unglaublich wichtig war. Also ich habe es gesagt, aus der Vorstellung heraus, ein föderales Gemeinwesen wie die Bundesrepublik, aber auch aus deutscher Sicht wie die EU, braucht starke Regeln, auf die sich alle einigen und aufgrund dieser Einigung das auch daran halten. Mein Eindruck ist, dass viele andere Länder, von Frankreich über Italien und so weiter, eher den Eindruck hatten, das ist jetzt ein deutscher Stream. Wenn wir diese Einheitswährung bekommen wollen, dann müssen wir eben diesen Stabilitätspakt, den der Weigel nochmal draufsattelt, auf die Maastricht-Kriterien, dem müssen wir zustimmen, sonst kommen wir nie, sonst kriegen wir diese schwerfälligen Deutschen nie dazu, das für uns alle segensreiche Volk der europäischen Einheitswährung in Gang zu setzen. Wenn wir denen jetzt zustimmen und wenn wir dann Kautelen einbauen, die in Notfällen mögliche Ausnahmen gestatten, dann können wir ja sehen, wie diese Notfälle aussehen und Not kennt kein Gebot, dann werden wir, wenn es spitz auf Knopf kommt, auch aus diesen engen Auslegungen der Kriterien herauskommen. Und das ist ja dann auch der Fall gewesen, als zum ersten Mal wohlgemerkt auch die Bundesregierung zusammen mit den Franzosen gegen die Maastricht-Kriterien verstoßen haben. Im Jahr 2003 war das, im Umfeld der Durchsetzung der Agenda 2010, als die rot-grüne Regierung sich auf den Standpunkt gestellt hat, wir brauchen jetzt unbedingt diese Arbeitsmarkt- und Sozialreformen, sonst kommen wir nie aus unserer Dauerkrise raus. Und wenn wir dafür mal gegen die Maastricht-Kriterien verstoßen, dann ist das eben so. Dass das auf lange Sicht ein Fehler war, weil damit ein Präzedenzfall geschaffen war, gerade von dem Musterknaben, der auf diese Kriterien gedrängt hatte, steht dann auf einem anderen Blatt. Und wie gesagt, die interessante Frage und meinem Eindruck nach, ist das eine Entwicklung, auf die vielleicht die staatsklügeren oder weitsichtigeren Regierungen in der Währungsunion von Anfang an sich verlassen haben. Das, sehr platt gesagt, Sie haben auch sozusagen mit gesagt, wer einmal lügt, dem glaubt man nicht. Ich könnte sagen, nichts wird so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Ich kann das auch nur unterstreichen. Für Helmut Kohl war völlig klar, dass der Euro-Einführung, damit die Ablösung der D-Mark eine mentale Hürde ist, die in Deutschland erst sozusagen zu überwinden war. Da war sich völlig im Klaren, dass im Falle einer Abstimmung in Deutschland, wenn diese Frage die Mehrheit der Deutschen nicht für eine Euro-Einführung gewesen wäre. Das hat er auch so ganz öffentlich in einem Vortrag im Januar 2002, wenige Tage nach der Einführung des Euro, selber eingeräumt. Und das Grundgesetz sieht ja das so eine Entscheidung gar nicht vor. Aber es war ihm auch klar, dass damit eine Legitimationsfrage verbunden ist für seine Position, für seine Politik, für seine Regierung.
Sein Standpunkt war immer, er ist für diesen Euro eingetreten, auch in der Öffentlichkeit. Und er ist Verfechter der repräsentativen Demokratie. Das heißt, jeder wusste, wer ihn wählt, wer Kohl wählt, wählt auch den Euro. Dass diese Kriterien von Maastricht, die dann nochmal etwas präzisiert worden sind durch den Stabilitäts- und Wachstumspakt von 1996, eine sehr stark innenpolitische Funktion auch hatten, mit Blick auf die deutsche Öffentlichkeit, die sehr skeptisch war mit Blick auf den Euro, das würde ich auch so sehen. Ganz grundsätzlich würde ich sagen, die Geschichte der europäischen Einigung, westeuropäischen Integration, ist immer ein, wenn man so will, Spannungsverhältnis zwischen Anspruch und Wirklichkeit, zwischen Zielvorgabe und Realität. Und wenn Sie das mal genau sich anschauen, man hat vom gemeinsamen Markt gesprochen bei den römischen Verträgen und der Binnenmarkt wurde es erst 1993. Man spricht von der Wirtschafts- und Währungsunion, aber das ist eigentlich eine Währungsunion, nicht einmal für alle Mitglieder, aber es wird jetzt Kroatien demnächst dem Euro auch beitreten. Die gemeinsame Außen- und Sicherheits- und Verteidigungspolitik ist nicht gemeinsam. Also es sind Zielvorgaben, es sind sozusagen Projektionen, die aber immer wieder an den Realitäten der unterschiedlichen nationalen, wenn man so will, Traditionen auch sich brechen. Und insofern ist das auch nichts Neues unter der Integrationssonne. Aber zu Recht hat der gründliche, präzise, korrekte Deutsche nicht das Gefühl, das ist nicht immer alles so 100% in dieser europäischen Integration. In dieser Europäischen Union und tatsächlich ist es auch so. Europa ist Unterschiede, Vielfalt und eben mehr Vielfalt in der Einheit als Einheit in einem Einigungsvorgang, der so homogen sei. Das wäre meine allgemeine Antwort auf Ihre Frage. Das heißt, diese Kriterien sind tatsächlich öfters gebrochen worden. 78 Mal. Wenn Sie es schon so genau wissen, dann müssen Sie uns hier nicht so plagen und quälen, indem wir versuchen, um die genaue Zahl herumzukommen. Aber gut, wir werden es merken. Gut. Weitere Fragen? Herr Borsche, darf ich? Ja, bitte. Herr Geber, das war sehr faszinierend. Ja, sehr hellen Vortrag. Ich habe eine Frage zu Ihrem letzten Ausblick, der natürlich besonders reizvoll ist, weil er auch die Zukunft betrifft und Sie das eigentlich gar nicht sagen können, wie gerade bei uns. Sie haben gesagt, der Hauptgegensatz in der EU ist dieser Nord-Süd-Gegensatz, das eher regelbasierte Denken im Norden, also Deutschland vor allen Dingen. Und dann das eine exekutive Denken im Süden. Jetzt sagen Sie, das Gewicht verlagert sich nach Osten. Wie steht es denn damit? Wie würden Sie das einordnen? Ich sehe auf den ersten Blick nicht ohne weiteres, dass die ostmitteleuropäischen Staaten eher nördlich oder südlich in diesem Teil des Feldes sind. Aber wie sind sie denn? Und welches Gewicht bringt das? Und welche Rolle spielt dabei natürlich auch die Geopolitik in Russland? Das ist klar, dass das immer noch. Ja, also es ist völlig richtig, ich würde Ihren Eindruck teilen, dass die genannten ostmitteleuropäischen Staaten im Grunde rausfallen aus dieser Gegenüberstellung, die ich gemacht habe mit Blick auf die Währungspolitik. Das hängt auch damit zusammen, dass es ganz andere politische Prioritäten gibt. Es gibt zum einen, deswegen, das ist glaube ich aus meiner Sicht auch ein sehr wichtiger Grund, warum beispielsweise die Polen am Zloty festhalten, weil sie eben noch vergleichsweise junge Souveränität erst haben und die eigene Währung als Ausdruck einer nationalen Souveränität deswegen höher schätzen. Also in dieser Hinsicht vielleicht den Briten sogar ähnlicher sind, die aus ähnlichen Gründen auch deswegen am Pfund festgehalten haben. Aber vor allen Dingen natürlich haben sie ganz andere Anforderungen an die EU. Also natürlich sind die Transferzahlungen sehr, sehr wichtig. Viktor Orban hat ja ein eigenes Geschäftsmodell daraus gemacht. Aber auch die Polen sind natürlich sozusagen enorm wichtig, gerade für die ländlichen Regionen in Polen. Aber, und das sollte man, glaube ich, aus unserer Sicht, wenn man sagt, das sind eben Nettoempfänger und so weiter, nicht. Und es geht vor allen Dingen um die Sicherheit, um den Sicherheitsaspekt. Und das ist das, was ich versucht habe anzudeuten. Aus meiner Sicht
könnte es gut sein, dass wir eine Verschiebung der Prioritäten haben, weg von diesen Wirtschafts- und Währungsfragen hin zu militärischen, sicherheitspolitischen Fragen. Das heißt, möglicherweise erleben wir eine Verschiebung der Raison d'être der EU innerhalb der Parameter, die eben stärker in diesen militärischen Bereich nach vorne schiebt. Wenn, das wäre meine Hoffnung, wenn die EU und auch die NATO tatsächlich zusammenbleibt, in diesem, was ja keineswegs ausgemacht ist. Und dann wären Fragen, die jetzt auf der Tagesordnung stehen, beispielsweise nimmt man Abstand von Einstimmigkeitsgebot in Fragen der Außenpolitik. Also das fiese dann übersetzt, wie geht man eigentlich damit um, dass Ungarn hier wiederum ein Geschäftsmodell daraus macht, aus der Reihe zu tanzen. Das wäre ja eine mögliche Konsequenz zu sagen, wir nehmen Abstand von der Einstimmigkeit, um hier stärker handlungsfähig zu werden. Der Weg der Aufrüstung, den wir gegenwärtig beschreiten, unter großen Mühen und Schwierigkeiten und auch sozusagen innerlich widerstrebend vielfach, ist natürlich ein Beweis dafür, wie sehr sich in den letzten 4 Monaten die Prioritäten verschoben haben. Also das wäre, glaube ich, eher meine Antwort. Ich glaube nicht, dass ich das so... Was das dann für Auswirkungen auf die Währung hat, das... Momentan ist der Ukraine-Krieg enorm inflationstreibend. Und das würde eher dafür sprechen, dass es der Spaltbild größer wird, weil Sie sehen es, wie die Spreads auseinandergehen für Italien auf der einen Seite und für die Bundesrepublik auf der anderen, also die Aufschläge, die sie für italienische Staatsanleihen leisten müssen, sind sehr viel höher. Und die Europäische Zentralbank hat in der letzten Runde ihr Pulver eigentlich weitgehend verschossen. Es wird sehr schwierig sein, dieselbe Art von Stützungskäufen und Maßnahmen noch einmal aufzulegen. Zugleich hat Christine Lagarde in der Wortwahl ziemlich deutliches Echo auf Mario Draghi, ist ja ziemlich genau 10 Jahre her. Sie hat, glaube ich, nicht gesagt, whatever it takes, aber words to that effect hat sie geäußert. Ich weiß es nicht. Vielen Dank für diese Antwort auch und für die Frage. Bitte schön. Als Liberalieren sehen Sie die Tatsache an die Stützungskäufe, die ja eigentlich verboten sind, und die Einrichtung einer Schuldenunion, die auch verboten ist. Ich knüpfe damit an den zweiten Herrn an, über die Lügen und so weiter. Also die Stützungskäufe sind nicht vorgesehen, sind sogar ausgeschlossen im Maastricht-Vertrag und ich weiß nicht, in der EZB, was die Satzung wohl auch, und die Schuldenunion, die immer in Abrede gestellt wurde. Für die gravieren sehen Sie diese Tatsache für den Fortbestand. Also Mario Draghi hat sich auf den Standpunkt gestellt, sein Mandat umfasst auch sozusagen implizit die Existenz des Euro. Er kann sich nur dann um die Geldwertstabilität kümmern, einer Währung, wenn es diese Währung noch gibt. Daraus hat er quasi abgeleitet sein whatever it takes. Das aber in ziemlich deutlichem Widerspruch steht zu den Regularien, auf die man sich geeinigt hat. Dabei sind wir wieder bei der These Not kennt kein Gebot und der Diskussion, die wir gerade geführt haben. Die unterm Strich können wir sozusagen mit dem deutschen Blick immer nur festhalten und feststellen, die Regeln sind verletzt worden, No Bailout ist verletzt worden. Ich würde sagen, es führt Augenwischerei, wenn man sagt, es gäbe hier keine monetäre Staatsfinanzierung, es gibt eine Monetär, das wird die EZB bestreiten, aber das ist falsch, es gibt eine monetäre Staatsfinanzierung. Aber wohin führt uns das? Uns führt es zu der Erkenntnis, dass daraus nichts folgen darf. Wenn wir den Euro scheitern lassen, sind die Folgekosten, also die ökonomischen Folgekosten, so enorm. Und das wäre jetzt vielleicht auch nochmal die Rückkehr auf die Frage, die wir gerade hatten, auf die geopolitischen Folgekosten natürlich in dieser geopolitisch exponierten Situation, in der wir uns gegenwärtig befinden, so enorm, dass man das nicht wird durchstehen können und wollen. Das Problem ist natürlich, jetzt, wenn ich weiterspinne, dass das natürlich auch alle Beteiligten in diesem Spiel wissen und darauf setzen können, dass
im Zweifelsfall die Mittel irgendwie bereitgestellt werden müssen, um den Zusammenhalt des Euro zu gewährleisten. Sei es in Form einer weiteren Aufhäufung dieser unsichtbaren Tragezeilen, die ja nur dann zum Tragen kommen, wenn der ganze Laden auseinanderfliegt. Also Double Down, sagen die, mein Lieben. Also noch eins draufsetzen. Ist das die wahrscheinlichste Lösung, die uns ins Haus steht? Bitte schön, dann. Ja, Sekunde, Henning. Sie kriegen gleich das Mikro, dann können Sie gerne sprechen. Ja. Ich möchte nur fragen, ob es überhaupt eine Alternative gibt. Und wenn man diese Alternative nicht sieht, dann nützen diese ganzen Diskussionen nichts. Ich muss sagen, ich höre die so oft. Ja. Und das ich frage mich dann immer, wenn es eine Alternative geben würde, jetzt für die Zentralbank oder so, dann hätten sie vielleicht diese Wege beschreiben können. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass es die gab. Von wann reden Sie? Von diesen Aufkäufen der Staatsanleihen in Italien und. Die Frage, die Sie jetzt gestellt haben, lag mir eben gerade auf der Zunge. Sie haben sie mir jetzt wunderbarerweise im Ring genommen. Man fragt sich nicht, gab es eine Alternative zur EU-Osterweiterung? Gab es eine Alternative zur NATO-Osterweiterung? Gab es eine Alternative zu dieser Politik, die Draghi getrieben hat? Da müssen wir als Historiker ja auch Antwort geben. Hätte es andere Optionen gegeben? Schäuble, habe ich kurz erwähnt, dazu kam es nicht. Aber wie hätten denn Alternativen ausgesehen? Das ist die Frage, die man sich immer stellen muss, wenn man die eingeschlagene Entscheidung, die eingeschlagene Kursrichtung fundamental in Frage stellt. Deswegen hatte ich nochmal nachgefragt, in welcher Situation? Also es war natürlich in der Situation des Winters 89-90, ich habe ja gesagt, es gibt nicht den Preis für die Wiederwahl. Der Preis, den Helmut Kohl gezahlt hat, war die Entkopplung der beiden Regierungskonferenzen über die politische Union und über die Währungsunion. Die deutsche Position war immer, beides gehört zusammen und wir verhandeln das zusammen. Also im Zuge auch der Krönungstheorie, dann muss man eben erst, wenn man die politische Union erreicht hat, die Konvergenz erreicht hat, kommt am Ende die Währungsunion. Und diese beiden Regierungskonferenzen zu entkoppeln oder entkoppelt zu haben und zu sagen, wir machen einen festen Zeitplan für die Regierungskonferenz, die zur Währungsunion führt. Das ist das Zugeständnis, das Helmut Kohl im November, Dezember 1989 gegenüber François Mitterrand macht. Was dann mit der Regierungskonferenz zur politischen Union passiert, warum das zu nichts führt, das ist nicht nur Obstruktionspolitik der Franzosen gewesen, da ist auch die deutsche Seite mit den Zuständen, auch die deutschen Ministerien wollten sozusagen keine Kompetenz und keine Macht abgeben. Das ist auch an den eigenen sozusagen Leuten gescheitert. Also Helmut Kohls Plan, mittel- und langfristig auf eine politische Union zu steuern, hat immer darunter gelitten, dass nicht ganz klar war, was eigentlich genau unter der politischen Union zu verstehen ist und wie er dahin kommen will. Aber natürlich wäre in dieser Situation, November, Dezember 89, eine andere Entscheidung möglich gewesen. Es gibt immer eine Alternative, aber mit erheblichen Kosten. Man hätte wahrscheinlich eine sehr viel stärkere französischen Widerstand, oder es wäre sehr viel schwerer gewesen, Mitterrand in die 2+4-Verhandlungen auf den Weg zur Einheit, zur deutschen Einheit zu bekommen. Ob das daran gescheitert wäre, weiß man nicht. Die Amerikaner haben ja sehr stark in die Richtung gedrängt. Aber das wäre natürlich eine Möglichkeit an einem frühen Zeitpunkt einer Weggabelung gewesen. Es gab im Gipfel von Dublin im Dezember 1996, als es dann um die Frage geht, wer nimmt am Ende tatsächlich teil, wie wird der Stabilitäts- und Wachstumspakt ausgehandelt, sehr, sehr harte Diskussionen und Konfrontationen, bis hin sozusagen sagen Beteiligte, dass Chirac und Kohl fast handgreiflich geworden seien, über die Aushandlung der genauen Konditionen. Auch da wäre natürlich andere Ausgänge, und man einigt sich dann auf einen Kompromiss, auch da wären natürlich andere Ausgänge möglich gewesen. Schäuble und das Verhältnis zu Griechenland, auch da hätte die Kanzlerin natürlich anders entscheiden können. Es gab Alternativen, aber immer ist die Alternativentwicklung den entscheidenden politischen Akteuren als zu bedrohlich erschienen, das würde ich sagen. Also Kohl
1989, Kohl und Weigel 1996, Angela Merkel 2015 mit der Griechenland-Krise. Immer war die Sorge vor dem, wenn man die Entscheidung trifft, die nicht in der Fortführung des integrationsoffenen, integrationsfreundlichen Kurses der Bundesrepublik liegt, das ist eine zu bedrohliche Entscheidung. Das ist, würde ich sagen, das Grundmuster, was erkennbar ist. Würde ich zustimmen? Würde ich zustimmen, und bei Draghi, wie wäre da die Alternative zu whatever it takes gewesen? Ja, ich meine, das ist ja im Grunde, die Regierungen waren froh, dass ihnen die EZB die Arbeit abgenommen hat. Das muss man ja auch sagen. Also es gab ein stillschweigendes Einverständnis, lass den Draghi das machen. Wir werden ihm nicht sagen, er verstößt gegen die Regeln. Dafür nimmt er uns, holt er sozusagen, nein, er versucht für uns die Kohle aus dem Feuer zu bringen. Wie das, wenn es schief geht, war es die EZB und nicht wir in den verschiedenen Regierungen. Frage ist, ob Draghi etwas anders hätte machen können. Das ist jetzt die Frage, wie man einschätzt, die Gefahr, dass im Sommer 2012 tatsächlich die Märkte den Euro kaputt spekulieren. Ich glaube, das war eine sehr ernsthafte Gefahr und Bedrohung, die Draghi mit den Mitteln des Notenbankers abgewehrt hat. Vielen Dank. Weitere Fragen? Oh, Herr Lühr, als Erste bitte. Da fragen wir hier in diesem Saal. Sehen Sie die Bedeutung des Euro für Europa als starke Währung im Vergleich zum Dollar, was ja Weltwährung ist? Euro hat ja eine starke Position, und das sehe ich jetzt ein bisschen geschwächt im Vergleich zum Dollar, aber das heißt, Weltwährung ist auch geschwächt. Dankeschön. Ja, es war ja immer, das war ja der vierte Punkt, den ich genannt habe, immer erklärtes Ziel, wir wollen sozusagen hinter dem Dollar die zweite Weltreservewährung werden. Ich hatte immer den Eindruck, dass das ein bisschen ein Stützargument ist, dass das sozusagen den Krisen, das müsste erstmal den Krisentest bestehen, und wir haben jetzt verschiedene Krisentests erlebt, und der Euro ist nicht gescheitert, aber er ist auch nicht wirklich zur Weltreservewährung geworden. Und nochmal, jetzt kommt die Frage, wie geht eigentlich die EZB in der Folge mit der ja nun erstmals in ihrer Geschichte wirklich Inflationsdrohung. Das heißt, wir haben eigentlich eine Währung, von der immer gesagt wurde, die ersten Jahre liefen doch wunderbar. Solange es eben keine externen Schocks gibt, kann eine Währung immer wunderbar laufen. Der Test kommt in den Situationen, wo es eben diese externen Schocks gibt. Und da ist es meinem Eindruck nach für eine Währung wie den Euro, der institutionell komplizierter aufgestellt ist als eine staatliche Währung, in dem, was wir als historische Erfahrung haben, sehr viel bedrohlicher immer. Und deswegen glaube ich auch nicht, dass wir absehbar den Dollar tatsächlich sozusagen ernsthaft Konkurrenz machen. Ich weiß natürlich nicht, was passiert, wenn die Amerikaner aufhören, eine Demokratie zu sein und sich völlig weiter zu zerlegen, wozu sie ja offensichtlich aufgelegt scheinen mitunter. Aber im normalen Lauf der Dinge ist die stärkere staatliche institutionelle Verankerung des Dollar, glaube ich, ein großes Plus gegenüber dem Euro. Bitte, Dankeschön. Also Sie haben die Fragen teilweise schon beantwortet, was ich auch fragen wollte. Aber was passiert, wenn Trump in Amerika 2025 tatsächlich antritt und gewinnt? Ist das dann ein Zeichen, dass Europa doch wieder mehr zusammenwächst, wie jetzt auch aus der Ukraine-Krise, dann sich doch schneller einigt für bestimmte Maßnahmen? Ist das nicht die Notwendigkeit, die sich dann daraus ergeben würde? Und müsste nicht jetzt auch in Europa sich die führenden Verantwortlichen mal diese Gedanken machen, wie kommen wir dann, wenn das so passiert, wie kommen wir da raus? Jetzt mal bei dem Historiker als Propheten, ich schließe eine Frage an, die mehr historisch ist, aber vielleicht wollen Sie auch auf dieses Szenario eingehen, Herr Lippert. Trump ante Porters Fragezeichen. Was ich mich die ganze Zeit gefragt habe, seit Beginn der Banken- und Finanzmarktkrise 2008, hat es irgendwann mal eine Chance gegeben, vor allem aus Sicht der USA, als die nach wie vor Weltwährungsmacht, die sie ist und die sie sind,
die Chance anzustoßen, eine neue Weltfinanzordnung. Hätte so eine Chance bestanden, nach Klärung und Sanierung der inneramerikanischen Bankenmisere noch unter Obama, warum ist das nicht dazu gekommen? Sind die USA vielleicht doch nicht mehr so stark, wie sie es mal vor 1972 waren, als Weitwährungsmacht? Da bestand gar kein Interesse an einer solchen Option. Sind solche Chancen gegeben gewesen, eine neue Weltfinanzordnung anzustoßen? Wenn, dann wäre es wahrscheinlich nur unter Obama denkbar gewesen, schätze ich mal, und sicher nicht unter Trump. Das ist eine Frage. Und nochmal zur Frage des Abschiedes vom bundesstaatlichen Fernziel. Wann ist das Ihrer Ansicht nach eigentlich geschehen? Und dann auch klar geworden, den Entscheidungsträgern verinnerlicht worden. Vor allen Dingen einen Mann wie Helmut Kohl, der noch in den 70er Jahren und nicht auch noch später so eine Idee, so eine Vorstellung, so ein Konzept nicht ausgeschlossen hat. Das war ja auch im CDU-Parteiprogramm ein wichtiges Anliegen. Also das ist so ein Fragenbündel, das sich da ergibt. Und die erste Frage war, ist man vorbereitet für den Fall, dass die Wahlen in den USA so ausgehen, wie es sich viele Europäer nicht wünschen? Oder in Frankreich? Ja, Frankreich ist ja die Präsidentschaftswahl nochmal gut gegangen. Ja, gerade so. Also, ich glaube, also fangen wir hinten an. Soweit ich weiß, ist das Ziel des Europäischen Bundesstaates aus dem CDU-Parteiprogramm 1992, 93, also schon Anfang der 1990er Jahre, herausgenommen worden. Es stand noch drin in der Phase der Wiedervereinigung, über die wir jetzt relativ viel gesprochen haben. Aber ich habe in der vorzüglichen Kohl-Biografie von Hans-Peter Schwarz, der aus VS-Sachen aus dem Kanzleramt zitieren konnte, Gespräche mit Tony Blair, das muss ja dann 97 gewesen sein, wo Kohl vielleicht auch, weil er dem Briten entgegenkommen will, sagt, also diese supranationalen Elemente des europäischen Einigungsprozesses, die hätten sich doch mittlerweile als sehr sperrig und schwierig erwiesen und man müsse stärker im Sinne einer intergouvernementalen Zusammenarbeit. Man kann sagen, es ist den Briten aufs Knopfloch gepredigt, aber es ist, glaube ich, auch die Erkenntnis, hier haben sich mit der Zeit nach dem Ende des Kalten Krieges, mit der prospektiven Erweiterung, die Parameter verschoben. Wann es eine Möglichkeit für eine neue Weltfinanzordnung gibt, vermag ich nicht zu sagen. Ich glaube, ich würde vermuten, wie Sie, dass eben die Situation von dem Währungssystem von Bretton Woods doch daran gekoppelt war, dass die USA eine später nie wieder erreichte Dominanz militärisch, finanziell, politisch in der westlichen Welt gelegt hat. Und die Welt eben ganz klar zweigeteilt war. China sozusagen etwas komplizierter, aber in diesen 50er und 60er Jahren eben doch ein derart starkes Gewicht der USA da war, was auch, also was später nicht da war, und auch in den Obama-Jahren, glaube ich, zu großen, ein großes Hindernis auf dem Weg zu einer solchen neuen Weltfinanzordnung gewesen wäre. Zumal man ja auch da sich mit den Chinesen hätte ins Benehmen setzen müssen und die Frage, sind die Chinesen tatsächlich eben ein verlässlicher Partner bei der Ausgestaltung einer so regelbasierten Weltfinanzordnung oder sind sie doch eigentlich subversiv tätig? Also nutzen sie die Regeln und die Institutionen, um sie doch eben in ihrem Sinne umzuwandeln ich will es nicht sagen, zu erodieren, aber doch sozusagen in eine andere Ordnung zu überführen. Das ist ja etwas, mit dem auch ein in den Jahren 2008 bis 2016 die USA zu tun gehabt hätten. Letzter Punkt mit Trump. Sagen wir mal so, ich habe spontan, als ich die Zeitenwende von Rede von Olaf Scholz im Bundestag gehört habe, habe ich gedacht, die haben die Sorge, was passiert eigentlich, wenn 2024 die Wahlen falsch ausgehen. Also auch mit Blick darauf muss man die nächsten Jahre nutzen, um mit einer amerikanischen Regierung, die in jedem Fall noch wohlwollend und kooperationsbereit ist, Pflöcke einzuschlagen, denen entgegenzukommen in den Bereichen, wo es vernünftig und sinnvoll ist, sprich
2% Ziel, stärkere Beteiligung an der Verteidigung, an den Verteidigungslasten und so weiter. Das also die Reaktion der Bundesregierung, die ja zu dem Zeitpunkt relativ erstaunlich stark war, nicht nur mit Blick auf den Ukraine-Krieg, sondern auch mit Blick auf den Zusammenhalt des westlichen Bündnisses perspektiviert war. Dass dann die Mühen der Ebenen sehr bald kommen, und das wissen wir jetzt genauer. Ich kann das, wie gesagt, jetzt auf der Ebene der Spekulation, aber das scheint mir nicht unvernünftig zu sein als Überlegung oder nicht völlig abwegig. Wenn die haben, also der Isolationismus ist eine Gefahr. Das wissen wir aus der amerikanischen Geschichte, und der kann 2024, 2025 uns ganz schön einholen. Das glaube ich. Das ist eine Bemerkung, die eigentlich darin auch ihre Bestätigung findet, dass Herr Scholz, Bundeskanzler Scholz, im Rahmen dieser Sondersitzung des Bundestags in seiner Rede eben nicht nur gesagt hat, Sondervermögen 100 Milliarden, sondern hat explizit auch 2% erwähnt. Das ist mit hoher Wahrscheinlichkeit auch eine Botschaft gewesen in Richtung Washington. Das würde ich ähnlich auch so sehen. Ja, gibt es noch Fragen unseren Referenten? Dem ist nicht so. Daher darf ich mich ganz herzlich bedanken für die Ausführungen von Kollegen Gebhardt und auch für die spannende Diskussion, zu der Sie auch mit Ihren Fragen alle beigetragen haben. Herzlichen Dank fürs Kommen. Herzlichen Dank für die Diskussion. Wir sehen uns nächste Woche wieder hier an dieser Stelle mit dem Vortrag von Dr. Schinze Gerber, der gleichzeitig auch ein Buch präsentieren wird zum Thema Franz Josef Strauß, seine Position zur Deutschlandpolitik und zur europäischen Einigungspolitik. Herzlichen Dank, und ich schließe nicht ohne Dank und Applaus an unseren Referenten.